Und willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir befinden uns mitten im Aufbau des Schlosses Helmsklamm. Yep. Dessen merkwürdiger Name mir immer noch schwierig abgeht, aber egal. Wir sind beim letzten Aufbauheftchen angekommen, Nummer 4. Und bei der vorletzten Tüte, Nummer 8, glaube ich. Ja, das hört sich. Und wir gucken mal. Die vordere Front haben wir fertig. Jetzt geht es quasi ins Innere. Es gibt quasi einen Kern. Der innere Kern. Ja, das ist so die Halle, wo Theo den da halt drin ist. Da sieht man auch im Film eine Szene. wo dann Aragorn Theoden überredet, dann rauszureiten in die Schlacht. Und dadurch pustet dann eben Gimli dann das Horn und dann reiten sie raus. Okay, dann lass uns mal reiten, kaum mal. Wir haben immer noch ein paar Steinchen übrig. Ja. Ja, da reite ich jetzt auch rum. Lieber zu viel, zu wenig. So. Auch rumreiten, ja, hast du auch recht. Mit Praktikanten wäre das nicht passiert. So. Mit Praktikanten würden wahrscheinlich gar nicht zum Aufbau kommen. Doch, doch. Ja, ja. Doch. Frauen lenken nur ab. Nein. Da will ich Beruf und Professionalität trennen. Was? Beruf und Professionalität trennen, sehr schön. Genau. Sie ist klar, was du gerade gesagt hast. Ja, ich weiß. Ich war nur scheiße. Wir trennen Beruf und Professionalität. Nein. Ist auch eine sehr schöne Anzeige für eine Werbung. Wir trennen Beruf und Professionalität. Ich habe mal die Teile dazu geholt, die da zu viel hatten. Weil die passen. Ja, uns fehlt dieser flache Lang noch. Der wäre schön. Ach so. Den habe ich noch nicht. Ah, da hast du den. Sehr gut. Next. Next, genau. Jetzt können wir wieder. Simultan, genau. Aber nicht professionell, ne? Oder beruflich. Was finde ich jetzt gut? Ja, ich lasse manchmal gerne solche Sätze raus. Den fand ich jetzt richtig klasse. Wir vom Blablabla trennen Professionalität und Beruf. Das erfahren Sie nur hier. Erleben Sie uns jetzt durch unglaublich günstige Preise und erfahren Sie, wie es bei uns läuft, mit Professionalität oder im Beruf. Denn gleichzeitig, es funktioniert nicht. Nein, gleichzeitig ist ein No-Go. So. Arbeiten Sie professionell? Nein, das ist ja nicht mein Beruf. Nicht in den Beruf. Oh. Oh. Beweisstück A. So. Jetzt auch. Kannst du mir nur sehen da? Ja, klar. Ich habe ein gutes Auge. Na, von meiner Seite spiegelt das Licht immer so ein bisschen. Ach so. Hast ein gutes Auge, deswegen trägst du auch eine Brille. Genau. Man merkt, es geht aufs Ende zu. Wir werden lustig. Ho, ho, ho. Wir sind immer lustig. Einspruch. Hallo. Wir können auch ernst sein. Halt, stopp. Du hast was falsch gemacht. Ja, okay. Oh, immer diese Semi-Pros, ey. Jetzt darf jeder. Ja, muss das jeder einmal bauen? Ja. Komm, geh weg. Ich mach das schon. Ich hab's schließlich schon zweimal gemacht. Du weißt immer noch nicht, wie es geht. Natürlich nicht. Ich hab's ja noch nicht nochmal gebaut. Sag ich doch. Ich weiß nicht, wie es geht. Du hast es auch schon abgebaut. Du kannst es sogar rückwärts bauen. Genau. Rückwärts bauen. Ja. Fertig. Wie schon? Hallo? Ich kann professional und Beruf. Ich kann das beides. Ja, schön. Jetzt wird er stinky. Nein. Nein, überhaupt nicht. Komm her. Ich box dich zusammen. Nein. Da muss schon einiges passieren. Nein, wir machen ja auch nur Spaß, oder wie war das? Es soll ja lustig sein. Ich hatte ja mal einen Kunden, da wäre ich fast ausgeflippt. Warum? Was hat er gemacht? Der war echt übel.
Der war übel. Der war einfach nur übel. Jetzt so vom Nervfaktor oder? Nee, weißt du, der kommt immer und sagt, ich habe Nachtschicht, ne? Und ich will jetzt sofort und, ne? Ach, er sagt das von sich? Ja, er sagt das von sich. Okay. Und der kommt immer so an, ich habe Nachtschicht, ich will das und das, ne? Mein Gott, ja. Ja, aber der verlangt auch immer, als erster bedient zu werden, obwohl schon Kunden da sind, ne? Das ist bestimmt nur ein Test. Die eher da waren. Machst du das bitte richtig rum? Ja, du musst einen... Und einen. Nein! Oh ja, doch. Gott, das geht gar nicht. Damit man eine coole Optik hat auch. Ja, ist ja richtig. Eine coole Optik. Eine coole Optik. Ja, und weißt du, dieser Kunde, da hätte ich am liebsten gesagt, ich kenne sie, sie sind ja immer so, aber... Da musst du ruhig bleiben. Ich wollte das sagen. Naja, eine Kundin hat dann auch was gesagt. Also hat dann meine Worte sozusagen. Ich will auch beraten werden und so. Ne? Hat sich richtig mit dem angelegt. Aber er hat sich da nicht dran gestört. Ne? Ich habe Nachtschicht. Oh, der ist aber auch, den kenne ich auch nicht. Nee, der ist auch ziemlich neu. Stimmt. Eba, ich habe Nachtschicht. Bedien mich gefälligst. Kann in der falschen Branche auch falsch rüberkommen? Ja. Da. Naja, es gibt halt so Kunden in jedem Berufszweig, wo man sich am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand laufen würde. Und man sich so denkt, oh doch, geh woanders einkaufen. Aber bei manchen Kunden bin ich froh, dass sie öfter da sind. Und das glaube ich. Freue ich mich auch. Es gibt ja auch sehr viele nicht. Von daher. Übrigens, Dank an Lego, dass wir das überhaupt hier alles machen dürfen. Ne? Haben wir noch gar nicht gemacht. Ja gut, es steht ja auch in den Video-Comments. Ne? Trotzdem. Lieber zweimal nachgedacht, als einmal mitgemacht, ne? Find's cool. Ja. Wer weiß, wohin das noch führt. In 10 Jahren kennt uns Deutschland und die Niederlande. Als Let's Bild. Moment, stopp. Bei dir fehlt auch noch ein Schwarzer. Ah, jetzt kommt sein Repertoire. Das ist kein... Den quadratischen brauchen wir. Quadratisch praktisch, aber der ist nicht da. Und so einfach. Das ist jetzt dumm. Ich denke mir mal, da wird noch was draufkommen gleich. Ja, müssen wir den Titel nochmal... Neuen Kram. Und ich guck mal, ich was fast jetzt viele. Weil ich hier was im Angebot habe. Ja, so einen schwarzen Einer ist auch schwer zu finden. Ne? Das geht, das meistens fällt sie raus. Da sind immer die Haken drin. Ja. Mhm. Und irgendwie kein einzelner. Ja, wenn nicht, schütte aus, oder? Ne? Davon habe ich Dutzende. Ach so. Ah, warte, da ist einer. Da ist einer. Ja, jetzt lasst er, weißt du? Und gleich fehlt alles überall. Da, mach mal lieber fertig hier. Bin ja schon dabei, die Umrandung zu. Bin ja schon dabei. Bin ja mal so frei gewesen und hab weitergebracht. Ich bin dabei, du bist dabei. Wir sind dabei und zu verlieren. Bau, Copyright. Bau. Ja, dann müssten viele unserer Videos schon gestartet werden. Aber so gut wie wir die Töne treffen, fällt das beim YouTube-Filter nicht auf. Das zwei doch, ne? Zwei nebeneinander. Zwei nebeneinander grün. Ne? Okay, ja, jetzt werden wir richtig machen. Ja. Bleiben Sie ruhig. Das war Tüte Nummer 8. Echt? Sind wir schon durch? Ja. Krass. So wird es dann demnächst aussehen. Aber das erfahrt ihr erst im nächsten Teil. Bis dann. Tschüss. Juhu.